Hallo, wir sind hier im Merck Innovation Center und ich bin hier mit der Christina Mug und der Maria Krauskopf. Beide werden an dem Corporate Learning 2025 Mugathon mitmachen, aus Merck-Sicht. Und ich möchte einfach die beiden Damen bitten, sich erstmal selber vorzustellen, was sie machen. Ja, mein Name ist Christina Mut. Ich leite die Innovator Academy. Sie ist Teil des Innovation Centers bei Merck und verantwortlich für alle innovativen Trainings, also Trainings, die mit Innovation zu tun haben, für den Bereich Networking und auch die Unterstützung, Menschen dazu zu befähigen, wirklich Innovationen voranzutreiben, also ein bisschen auch der Change of Mindset innerhalb des Unternehmens. Okay. Vielen Dank, Frau Krauskopf. Ja, mein Name ist Maria Krauskopf und ich bin hier im Unternehmen im Bereich Talent and Development, Learning Germany. Und Learning Germany ist der Bereich, der verantwortet alle Trainings, die überfachlich sind und die an allen Standorten in Darmstadt eben vertreten sind im globalen Rahmen. Das heißt also, wir sind diejenigen, die alle überfachlichen Trainings und Weiterbildungen hier in Darmstadt verantworten. Dankeschön. Wir werden ja im Mugathon noch viel von Merck hören, über Merck erfahren, über Merck's Ansätze diskutieren. Vielleicht nur zum Einstieg. Es sind ja immer schon unterschiedliche Rollen, die was mit Digitalisierung, mit Learning and Development zu tun hat. Wie arbeiten Sie zusammen? Was sind Ihre Rollen in der Zusammenarbeit? Also wir beide haben mehrere Projekte gemeinsam. Letzten Endes hat die Academy Aufgaben, Leute weiterzuentwickeln im Bereich Innovation. HR hat die Aufgabe in anderen Bereichen und wir beide veranstalten zusammen Events oder Lernespressi, wie wir sie nennen, genau. Zu diversen Themen. Ein Thema wäre Design Thinking. Da haben wir eine gemeinsame Veranstaltung. Maria, vielleicht magst du dazu noch was sagen? Ja, wir hatten angefangen mit dem einen Lernespresso Design Thinking und hatten da zwei junge Kollegen vom Hasso-Plattner-Institut eingeladen, in einem Kurzworkshop eben das Thema darzustellen, weil der Lernespresso ist für uns sozusagen die Möglichkeit für alle Mitarbeiter, sich in einer kurzen Session einfach Informationen und Wissen mitzunehmen. Und das kam so gut an und Christina Mut war zu diesem Thema auch bei uns und das hat irgendwie eingeschlagen und so haben wir gesagt, ja, das macht auf jeden Fall Spaß, zusammenzuarbeiten und es macht auch Sinn, weil das Thema Design Thinking einfach hier ist. So können wir unsere Erfahrung mit dem Lernespresso jetzt gemeinsam zusammen fortführen mit dem Innovationsthema Design Thinking. Prima, wird auf alle Fälle sehr spannend. Ich habe mir einfach auf dem heutigen Tag noch ein paar Stichworte ausgeschrieben, die, glaube ich, auch für die Teilnehmer des Mugathons dann spannend sind. Es geht um Neugierde, es geht um darum, ausgetretene Pfade zu verlassen, nicht in Schablonen zu denken, gegebenenfalls auch Traditionen über Bord zu werfen. Und das wird die Merkwoche dann prägen. Herzlichen Dank.